Servus und herzlich willkommen. Heute geht es um ein Bemaltutorial, nämlich um dieses Bauernhaus. Nach dem Intro geht's weiter. Ja, servus, schön, dass du dabei bist. Unser heutiges Thema ist dieses Bauernhaus. Das stammt aus dem 3D-Drucker und ist von Najewitz Modellbau, der total tolle Druckfiles hat. Ja, was brauchen wir alles? Wir brauchen ein Modell. Dieses lasst eben mit einem Drucker drucken. Ich würde euch dann empfehlen, das Ganze noch mit lauwarmen Seifenwasser oder mit Isopropanol zu reinigen und zu entfetten. Dann brauchen wir natürlich Pinsel, haben wir jetzt zwei Stück, einen großen, einen Zweier flach und ebenfalls einen Zweier rund. Das benötigen wir, eine Pipette fürs Wasser im Notfall, eine Malpalette. Ich verwende heute einfach mal einen Deckel eines Fertiggerichtes, Farben, heute mit Revell-Farben, und zwar haben wir Olivgrün, die Nummer 361, das wird für die Türen und Fenster verwendet. Dann nehmen wir ein Hellgrau Nummer 76, ebenfalls von Revell, für das Dach und das Stroh, nämlich Afrika-Braun Matt mit der Nummer 17. Und zum Trockenbürsten danach Weiß Matt 05. Warum heute diese Farben? Ganz einfach, es hat nicht jeder die Option, eine Spraydose zu verwenden oder eine Airbrush. Diese Farben kann man auch aufs ungrundierte Modell aufbringen, wie ich euch jetzt dann zeigen werde. Des Weiteren brauchen wir mein geliebtes Wash. Ja, das ist ein Ölwash, Van Dyck Braun. Etwas, womit ich das Modell gut halten kann. Ein Skalpell im Notfall. Zahnstocher, die kennt jeder, und ein Glas mit Wasser. So, aber genug geredet. Machen wir doch weiter. Ja, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr mit einer einfachen Bemalung aus diesem Geländestück dieses macht. So, als erstes wird einmal das Modell so befestigt, dass ich beim Bemalen gut dazukomme. Beim Dach funktioniert das leider nicht. Man könnte hier einen Plastikast erhitzen und ihnen ankleben. Das werde ich heute nicht machen. Hier ein einfacher Malhalter, ebenfalls aus dem 3D-Drucker. Ein Stoppel einer bekannten Getränkemarke. Butterfix drauf. Das Modell mit Druck drauf und hält Bombe zum Bemalen, und man kann es schön halten und kommt überall dazu. So, das war mal die Vorbereitung. Als nächstes nehme ich mir das Hellgrau Nummer 76. Warum heute diese Farben? Erst einmal, ihr könnt sie auf das Modell direkt auftragen, ihr braucht keine Grundierung, und zweitens, ihr bekommt sie nicht nur im Modellbau-Fachhandel, sondern zum Beispiel auch eine große Drogeriekette, Müller, glaube ich, nennt sie die, führt diese und man kann diese verwenden. Ja, kurz schütteln, mit einem Zahnstocher aufrühren, und ich lege mir diese Farbe dann hier auf die Palette, nehme dazu gleich den Pinsel und streiche das hier ab, dass ich diese Farbe auf der Palette habe. Der Pinsel ist ein wenig feucht und dann können wir einfach zum Malen beginnen. Ich male hier jetzt den Grundboden auch mit dieser Farbe. Wir werden ihn aber im weiteren Verlauf des Videos weiter behandeln. Ja, jetzt wird einmal der Boden, die Innenwände und die Außenwände bemalt. Ihr seht, die Farbe deckt
dafür, dass es ohne Grundierung ist, eigentlich gut. Und es soll als Alternative dienen für diejenigen, die eben keine Erbrauschau haben oder auch Leute, die sagen, nein, ich will der Umwelt was Gutes tun und setze nicht auf Spraydosen. So, ich werde das jetzt fertig machen und wir sehen uns danach wieder. So, das Modell ist jetzt teilweise zweimal grundiert mit dieser Farbe, mit diesem Hellgrau. Das geht recht zügig, Acrylfarben trocknen hier schnell. Ja, und jetzt werden wir uns dem Dach widmen. Dazu eben dieses Afrika Braun Nummer 17. Das Objekt der Begierde näher. Und auch hier wieder, ja, es ist teilweise so fest, da muss man hier die Verpackung kurz aufschneiden. Gell? Ups. Bei den alten gingen die noch so auf, bei den neuen ist diese Klebefolie scheinbar etwas stärker. So. Aber nichtsdestotrotz, juhu. Hier als Gegenbeispiel die Farbe nur geschüttelt. Wir nehmen sie raus und wenn der Pinsel nicht gar so feucht wäre, würde es auch funktionieren. Ja? Das heißt, ihr könnt auch die Farbe direkt auftragen. Ich werde diese hier noch einmal aufrühren. Zur Sicherheit, kann nie schaden. Ja, kurz aufgerührt, das geht ratzfatz. Und jetzt zeige ich euch im Gegensatz zu vorher, dass ihr diese Farbe auch direkt aus dem Pot verwenden könnt. Ja. Und ihr bekommt eine schöne deckende Farbschicht. Wahrscheinlich nicht mit der ersten gleich, das ist klar, weil diese Modelle eben nicht grundiert sind. Aber ihr seht, ihr könnt alleine mit diesen Farben könnt ihr euch eine mögliche Grundierung ersparen, wenn ihr eben nicht das Equipment habt oder vielleicht ein wenig umweltbewusster sein möchtet und nicht mit Spraydosen agiert. Ja, das wird jetzt einfach einmal aufgetragen. Holo daro. Wie gesagt, geht zügig dahin und ist, glaube ich, für jeden nachvollziehbar. Wir sehen uns dann, wenn das Dach fertig ist. So, wir haben unser Dach bemalt, unser Haus ebenfalls grundiert und bemalt. Und jetzt lassen wir das Ganze mal eine Zeit trocknen, dass wir mit der nächsten Farbe fortsetzen können. Ja, und im Haus selber ein wenig die Eintönigkeit zu brechen, werde ich den Boden mit Vallejo 310 Old Wood behandeln. Dieses wird ganz normal aufgeschüttelt, auf diese ja, Farbpalette quasi aufgetragen und mit einem Pinsel auch hier wieder den großen einfach aufgetragen, geschüttelt, ein wenig Farbe. Den Pinsel anfeuchten und los geht's. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich das Ganze bemalt habe. Ja, wie gesagt, jetzt nur der Holzboden. Eine gute Basis, um nachher dann mit dem Wash noch drüber zu gehen. Als nächste Farbe kommt Olivgrün von Revell mit der Nummer 361 ins Spiel. Das nehme ich jetzt, um die Türen und die Fenster zu gestalten. Auch dieses kurz aufschütteln. So. Jawohl, perfekt. Ich nehme jetzt einen kleineren Pinsel, einen 2.0er Rund Synthetik. Nehme jetzt zum Beispiel die Farbe hier direkt. Und wie ihr seht, kann ich das schön hier auftragen. Warum grün? Grün war damals eine sehr verbreitete Farbe, was die Holzbemalungen betraf. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden.
Das ganze Haus soll ja in Russland sein. So, ich werde mich jetzt hier eben mit dem Grün ein wenig befassen und wir sehen uns dann wieder. Dazu vielleicht ein kleiner Trick, um beim Kantenmalen es sich leichter zu tun. Lass das Modell einfach schräg aufliegen und bemalt die Kanten quasi mit der Oberseite. Das heißt, ihr zieht eigentlich mit der flachen Seite des Pinsels darüber. Das erleichtert einen das Bemalen. Ja, die Türen und Fenster wurden einmal mit dem Olivgrün bemalt. Jetzt lassen wir eben dieses auch trocknen, um dann mit einem Wash weiterzumachen. Ja, die Farbe hatte jetzt genug Zeit, um anzutrocknen, ca. 1,5 Stunden. Jetzt werde ich mein Ölwash, mein selbstgemischtes Van Dyck Brown mit White Spirit, vorbereitet mit Aufstückung. Dann lege ich mir hier nur für das Dach, deswegen habe ich jetzt die Handschuhe an. So, nehme wieder den großen Pinsel von vorher und trage dieses Van Dyck Brown großzügig auf. Der Vorteil an verdünnten Ölfarben ist, dass sie wirklich sehr gut verlaufen, also diese Kapillarwirkung hier wirklich gut zur Geltung kommt. Und der Vorteil ist, es dunkelt das Modell gesamt nicht so stark ab, wie jetzt zum Beispiel, wenn ich einen Agrax Earthsheet nehmen würde. So, hier nochmal, falls es zu Fleckenbildungen kommt, die weg und dann lassen wir das hier trocknen. Das Ganze mache ich natürlich auch mit dem Fußboden innen. Auch hier einfach verstreichen, dass eben in die Vertiefungen sich sofort das Öl, Sinner, also White Spirit Gemisch verteilen kann und sofort den tiefen Effekt hervorhebt. So, das lassen wir jetzt ein wenig antrocknen und dann werden wir die Außenseite genauso behandeln. Ja, wie gesagt, jetzt werden wir das Ganze noch auf die Außenseite aufbringen. Innen ist es noch nicht angetrocknet, aber das macht jetzt nichts. Wir tragen das einfach leicht auf. Ihr seht, es verläuft super. Nur um eine Nuance das Ganze herabzufiltern quasi. Diese Farbe wird ja auch gern als Filter verwendet. Zum Beispiel bei grünen Militärfahrzeugen. Ja, und bevor das Ganze durchgetrocknet ist, noch ein Taschentuch genommen und abgetupft, sodass wir nur sequenziell die Verwitterung haben. Und nicht einen gleichmäßigen Effekt. Noch ein wenig wegnehmen. Im Notfall könnte man jetzt auch mit einem Wattestäbchen in White Spirit getränkt nachhelfen. Ja? So, das war der nächste Schritt und jetzt kommt leider wieder die Trocknungszeit. Ja, das Ölwash ist jetzt getrocknet. Damit haben wir auf diesem Objekt ein wenig Struktur, auch innen schaut es verwittert aus. Die Fensterläden innen werde ich jetzt nicht bemalen, das könnte man natürlich noch, gar keine Frage. Zusätzlich habe ich hier auf der Tür die Türschnalle mit Schwarz noch hervorgehoben und jetzt werden wir uns dem Dach nochmal widmen.
indem wir hier ein leichtes Dreibrasch mit Weiß machen. Ja, für das Dreibraschen selber verwende ich gerne Schminkpinsel. Erstens sind die eigentlich kostengünstig und sie haben extrem feines Haar. Dreibraschen, glaube ich, brauche ich euch nicht erklären, das kennt jeder von euch. Am Finger noch leicht abtesten. Ja, und dann leicht am Modell, man kann auch, wenn es zu viel ist, gleich kurz mit dem Finger drüber gehen und das entfernen. Und dann einfach hier ein wenig drüber gehen. Ja, da war die Kante jetzt, das habt ihr gesehen. Das sollte man natürlich vermeiden. So, auch hier. Jetzt habe ich eben keine Handschuhe mehr an, weil diese ist eine, beim Trockenbürsten ist ja die Farbe trockener. Wie der Begriff schon sagt. Ja, und dann noch hier ein wenig. Wie gesagt, die Pinsel aus dem Drogeriebedarf, Schminkpinsel, sind hier wirklich optimal. So, das war's. Hol die Hütte mal her. Ja. Farbe schließen. Und wir sehen uns gleich wieder. Ja, das war eben heute unser relativ einfaches, ich würde es gar nicht als Bemaltutorial bezeichnen, sondern mein Weg, Dinge für die Spielplatte vorzubereiten. Diese Objekte kann man natürlich auch auf Matten setzen, das ist gar kein Thema. Kurz noch zum Hersteller dieses 3D-Modells. Das ist von Najewitz Modellbauer. Ja, es sind kostenpflichtige 3D-Files, aber erst einmal haben sie die dementsprechende Qualität, sehr hoch und sehr gut. Und ja, der Kontakt ist wirklich ausgezeichnet. Falls Fragen auftauchen, ist es meistens so, dass es innerhalb von 24 Stunden eine Antwort gibt. Den Link dazu gebe ich euch unten in die Infobeschreibung. Ansonsten, ja, war toll, dass ihr heute wieder dabei wart mit einem einfachen Tabletop-Standardhaus für eure Spiele in 15 mm und wir sehen uns beim nächsten Video von uns. Bis dorthin, bleibt gesund, Leute, und Servus!